Ich komme damit zum Tagesordnungspunkt 1 unserer heutigen Sitzung. Ich rufe auf die mündliche Fragestunde und beginne mit, vielleicht kann man mir mal einen Stift leihen, danke schön, mit der Frage 480. Frau Abg. Geis, Sie haben das Wort. Wo ist sie? Danke. Ich frage die Landesregierung, wie begründet sich aus Ihrer Sicht die Rückgabe von Mitteln aus der kameralen Rücklage Schulbudget im Jahr 2014 in Höhe von 6,15 Millionen € an das Hessische Finanzministerium? Herr Professor Dr. Lorz. Frau Abg. Geis, bezugnehmend auf die Ihnen bereits in dieser Sache vorliegenden Antworten des Kultusministeriums durch den Bericht im Unterfinanzausschuss vom 26. Januar 2016, die mündliche Frage Nummer 389 und durch das Auskunftersuchen 19 aus 109 ergänze ich hiermit wie folgt. Den Schulen steht das Schulbudget im Rahmen des § 127a des Hessischen Schulgesetzes zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung. Dabei können sie innerhalb der Budgetvereinbarungen sowohl über die Bildung als auch über die Verwendung der Rücklagen selbstständig entscheiden. Mit Ablauf des Haushaltsjahres 2014 wurde erstmals ein Teil der kameralen Rücklage Schulbudget in Höhe von 6,15 Millionen € an den Landeshaushalt zurückgeführt. Das ist der Gegenstand Ihrer Frage. Dabei handelt es sich um den von den Schulen bis 31.12.2014 nicht verbrauchten Anteil an der ältesten Rücklage aus dem Jahr 2011. Diese älteste Rücklage aus dem Jahr 2011 wies ursprünglich bei ihrer ersten Zuweisung im Jahr 2012 eine Höhe von 18,7 Millionen € auf. Dazu muss man jetzt hinzufügen, dass mit der Einführung des kleinen Schulbudgets im Jahr 2011 die bis dahin von den Schulen aufgebauten Altrücklagen aus den Jahren 2009 und 2010 ebenfalls in das kleine Schulbudget überführt wurden und die dort nicht verausgabten Bestände in Höhe von 7,2 Millionen € den ersten Rücklagen 2011 zugeschrieben. So erklärt sich, dass die Rücklagen 2011 mit 18,7 Millionen € einmalig relativ hoch ausgefallen sind, nämlich 11,5 Millionen €, die originär aus dem Jahr 2011 stammen, und dann eben 7,2 Millionen €, die quasi fortgeschriebene Rücklagen aus den Jahren 2009 und 2010 waren. Von diesen gesamten Rücklagen, die also insgesamt im Jahr 2011 zugeschrieben wurden, in Höhe von 18,7 Millionen €, haben die Schulen dann im Laufe der drei folgenden Jahre 12,6 Millionen Euro, also ungefähr zwei Drittel, zusätzlich zu ihrem laufenden Schulbudget verausgabt. Das bedeutet, die Schulen haben die aus nicht verbrauchten Mitteln des laufenden Budgets 2011 in Höhe von 11,5 Millionen Euro eingeflossenen Mittel komplett verausgabt. Sie haben darüber hinaus einen Teil der Altrücklagen aus 2009 bzw. 2010 verausgabt, aber sie haben es sozusagen nicht geschafft, die Rücklagen aus diesen drei Jahren insgesamt in dem vorgesehenen Zeitraum auszugeben. Frau Kollegin Geis. Was mich einigermaßen irritiert dabei, ist die Tatsache, dass die Schulen ja immer wieder sagen, sie brauchen das Geld auch, und um es zu verausgaben. Meine Frage ist, weswegen konnten sie es nicht verausgaben? Also was sind die Gründe dafür, dass die Schulen die Mittel nicht für ihre Aufgaben ausgegeben haben? Herr Kultusminister. Frau Abg. Geis, das kann man nicht so pauschal beantworten. Diese Gründe sind von Schule zu Schule unterschiedlich. Hat mit den jeweiligen Bedarfen vor Ort zu tun. Also dem müsste man wirklich im Einzelnen nachgehen. Aber wir beobachten das natürlich weiterhin. Aber man muss ja eben sehen, 2014 war jetzt auch das erste Jahr, wo dieses Phänomen überhaupt aufgetreten ist. Wir brauchen jetzt einfach mal Daten, auch über die Entwicklung über mehrere Jahre hinweg. Und dann können wir uns gemeinsam mit den Schulen der Frage stellen, ob man vielleicht an diesem System auch irgendwas verändern sollte. Dafür ist es aber im Moment einfach noch zu früh. Ich kann Frau Kollegin Geis nicht sehen, weil der Herr Kollege Schäfer-Gümbel sie völlig verdeckt. Hinter Ihnen sitzt jemand, der will was von mir. Bitte, Frau Geis, noch zu dieser Frage. Okay, alles klar, danke Ihnen schön. Dann rufe ich auf die Frage 481, Herr Abgeordneter Franz. Danke. Ich frage die Landesregierung, warum wird angesichts der überragenden ehrenamtlichen Bedeutung die Aufwandsentschädigung für Kreisausbilderinnen und Kreisausbilder nicht von derzeit 7 Euro pro Stunde auf das Mindestlohnniveau von 8,50 € pro Stunde angepasst?
Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, der Stundensatz für die Aufwandsentschädigung der Kreisausbilderinnen und Kreisausbilder bezieht sich bei 7 € auf eine Unterrichtsstunde von 45 Minuten und nicht auf eine Zeitstunde von 60 Minuten, wie dies beim Mindestlohnstundensatz zu unterstellen wäre. Somit liegt die Aufwandsentschädigung bereits jetzt schon über dem Mindestlohnniveau von 8,50 €, nämlich auf die Zeitstunde hochgerechnet bei 9,33 €. Zusatzfrage, Herr Abg. Franz. Einfach nur drücken. Danke. Es ist sicherlich Ihnen bekannt, dass auch im Bereich Ihrer Verantwortung wesentlich höhere Entschädigungszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit gezahlt wird. Deswegen frage ich Sie einmal, ob jetzt die von Ihrer Seite genannte Zahl, ob die dennoch für dieses herausragende ehrenamtliche Engagement im Bereich der Feuerwehren angemessen ist. Herr Innenminister. Herr Abgeordneter, die Frage, die Sie gestellt haben, war ja die, ob wir den Mindestlohn einhalten an dieser Stelle. Wir müssten das nicht, weil nach dem Mindestlohngesetz wäre nach dem § 22 Absatz 3 das ja gar nicht erforderlich. Aber gleichwohl wird es eingehalten, weil es sich eben auf die Zeitstunde hochgerechnet bei über 8,50 €, nämlich bei 9,33 €, beläuft. Die Aufwandsentschädigung für die Kreisausbilderinnen und Kreisausbilder ist eine Aufwandsentschädigung für Leute, die im Ehrenamt unterwegs sind. Und da finde ich, dass diese Aufwandsentschädigung, die wir dort gewähren, angemessen ist. Zusatzfrage, Herr Kollege Franz. Herr Staatsminister, aus Ihrer Antwort entnehme ich, dass Sie nicht darüber nachdenken, diese Entschädigung zu erhöhen. Ist das richtig? Herr Innenminister. Im Moment gibt es dafür keinen Anlass. Frage 483, Herr Abg. Greilich. Ich frage die Landesregierung, wie viele Flüchtlinge sind jeweils in der 5. bis 9. Kalenderwoche 2016 nach Hessen gekommen? Herr Innenminister Beuth. Herr Abg. Greilich, in der 5. Kalenderwoche waren es 1.085, in der 6. Kalenderwoche waren es 2.371, in der 7. Kalenderwoche waren es 1.291, in der 8. 503, in der 9. Kalenderwoche 460. Wenn Sie erlauben, der Aktualität geschuldet, würde ich noch die 10. Kalenderwoche mit 441, die 11. Kalenderwoche mit 271, die 12. Kalenderwoche mit 311 und die 13. Kalenderwoche mit 248 sowie die 14. Kalenderwoche mit 396 nachlegen. In der 15. Kalenderwoche, 11. bis einschließlich 15.04., das muss der vergangene Freitag gewesen sein, waren es 268. Okay. Dann kommen wir zur Frage 486, Frau Abg. Dorn. Das war eine übersprungen. Ich habe etwas überblättert, weil das ein Sprung war. Herr Kollege Gremmels hatte 484, die 85 ist weggefallen. Herr Kollege Gremmels. Knöpfchen. Ich frage die Landesregierung, was waren die Gründe dafür, dass bei dem offiziellen Festakt anlässlich des Durchbruchs des zweitlängsten deutschen Autobahntunnels zwischen Helsa und Hessisch-Lichtenau, Tunnel Hirschhagen der A44, am 19. Februar 2016 kein Vertreter der Hausspitze, also Minister oder Staatssekretär, des zuständigen Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung anwesend war? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Gremmels, am 19. Februar 2016 wurde mit dem von Ihnen genannten Festakt zum Durchschlag des Tunnels Hirschhagen an der A44 ein bedeutsamer Zwischenschritt auf dem Weg zur Realisierung dieses Autobahnabschnitts zu Recht gewürdigt. Das Hessische Verkehrsministerium würde dabei den Leiter der für den Straßenbau zuständigen Abteilung adäquat vertreten. Ich kann hinzufügen, Ihre Frage hin, das Bemühen ist zwar da, aber die Hausleitung eines Ministeriums kann bedauerlicherweise nicht bei allen offiziellen Terminen, die in die Zuständigkeit Ihres Ressorts fallen, persönlich anwesend sein. Ich füge hinzu, dafür bauen wir zu viel, Herr Kollege Gremmels. Zusatzfrage, Herr Abg. Gremmels.
Ja, es handelt sich ja aber hier nicht um eine Dorfstraße in Kleinpusemuckel, sondern um das eines der wichtigsten deutschen Autobahnprojekte und längsten Straßentunnel in Hessen. Und das ist ja nicht das erste Großprojekt, ich sage nur T3, wo es Terminkollisionen gibt. Herr Minister, haben Sie denn vor, das ist ja noch in dieser Wahlperiode, die Fertigstellung avisiert für den Dezember 2018 an der dann Fertigstellung dieses Autobahnteilstücks teilzunehmen und sich diesen wichtigen, für die Region wichtigen und für die Infrastruktur Nordhessens wichtigen Termin freizuhalten? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Gremmels, natürlich ist es ein wichtiges Projekt. Deswegen habe ich die Tunnelbaustelle genau dieses Tunnels ja auch schon im Sommer 2014 besichtigt, als man gerade anfing, von beiden Seiten sagen zu bohren und sich auf dem Weg zu diesem Durchschlag befindet. Und ich kann vielleicht hinzufügen, ich habe auch an der A3 beispielsweise die Brückenbaustelle in Limburg mir angeschaut. Ich habe übrigens an der A44 mich auch um die VKE 11 gekümmert, die Linienführung bei Kaufungen und Helsa, Sie kennen das. Ich habe an der A45 mir die Brückenbaustellen betrachtet, habe mich dann auch mit dem Kollegen Groschek sozusagen an der Landesgrenze getroffen. Das ist ja eine sozusagen grenzüberschreitende Autobahn. Ich habe mir an der A49 angeschaut zwischen Neuental und Schwalmstadt, was dort gebaut wird. Ich war an der A66 bei der Tunneleröffnung Neuhof. Sie wissen das. Ich war am Riederwaldtunnel, habe mich dort mit den Bürgerinnen und Bürgern getroffen, auch mit denen, die das planen. Ich habe beispielsweise auch erstmals die Wiedereröffnung einer sanierten Brücke zelebriert. Das war, glaube ich, nach meiner Erinnerung die A485 Wetzlar. Also ich habe, wie Sie vielleicht an diesem Punkt sehen, sagen, ein großes Interesse daran, mir diese ganzen Bereiche auch anzuschauen. Aber ich habe mich beispielsweise auch, Stichwort Bahnstrecken, mit dem neuen Tunnel beschäftigt, die dort bei Bräuner beispielsweise gebaut werden. Also Sie wissen und Sie sehen, ich bin unterwegs, schaue mir alles Mögliche an. Und wenn es in meinen Terminkalender passt, Herr Gremmels, dann werde ich auch dann dabei sein. Und ich freue mich, dass Sie davon ausgehen, dass ich dann wiedergewählt bin und das mit Freude mache. Meine Herren, noch ist der Kollege Al-Wazir war noch nicht ganz fertig. Jetzt ist er fertig. Jetzt gibt es. Herr Kollege Rock, erst noch einmal, bitte. Herr Minister, Sie haben uns ja jetzt viele Termine mitgeteilt. Können Sie uns denn erzählen oder erklären, wo Sie am 19. Februar stattdessen waren, welchen wichtigen anderen Termin Sie hatten? Herr Staatsminister Al-Wazir. Das habe ich nicht nachgeschaut, aber es wird schon was Wichtiges gewesen sein, Herr Rock. Zusatzfrage, Herr Kollege Gremmels, noch eine. Herr Minister, es ist ja spannend, dass Sie scheinbar so großen Rechtfertigungsdruck hatten, jetzt alle Baustellenbesichtigungen Ihrer Amtszeit aufzuzählen. Das war aber nicht die Frage. Ich glaube schon noch ein Unterschied ist, ob man an der größten Tunnelbaustellen Deutschlands die Mineure und die dort tätigen Leute anständig. Herr Kollege Gremmels, die Frage hat immer auch ein. Herr Kollege Gremmels, ich möchte Sie auf etwas hinweisen, dass eine Frage auch so formuliert sein muss, dass am Ende eine Frage herauskommt. Okay? Dankeschön. Herr Präsident, wenn der Minister genauso antwortet, dass es auch eine Antwort ist und die Fragen beantwortet. Lieber Herr Gremmels, zum letzten Mal. Sie haben nicht die Antwort in der Duktus zu beurteilen, sondern wissen dann inhaltlich heraus, da gibt es eine Frage. Bitte schön. Also ich nehme zur Kenntnis, dass der Minister sich den Termin im Dezember 2019 freihält. Danke. Okay, muss man es mal in der BG-Runde besprechen, wie das eine Frage ist. Ich rufe auf die Frage. Wollen Sie antworten? Herr Gremmels, an dieser Stelle ganz ernsthaft. Es ist auch nicht etwas, was wir alleine machen, weil das sind alles Bundesautobahnen. Das heißt, eine solche Abstimmung ist auch immer zuallererst mal, wir sind ja in Auftragsverwaltung tätig, mit dem Bundesverkehrsministerium abzustimmen. Das heißt, auch das haben wir nicht alleine in der Hand. Und mir, Entschuldigung, ist am Ende wichtig,
dass bestimmte Sachen funktionieren und ob ich da dabei bin oder nicht. Zum Beispiel heute Morgen war ich im Holm und habe im Stadtteil Gateway Gardens auf die Baustelle der S-Bahn-Station geschaut. Da versuchen wir seit Monaten einen Termin hinzubekommen, einen offiziellen Termin zum ersten Spatenstich. Aber wissen Sie was? Mir ist am wichtigsten, dass die da schon arbeiten. Ob da am Ende ein erster Spatenstich irgendwann formell nachgeholt wird oder nicht, ist mir vergleichsweise egal. Sie nehmen mich vielleicht wichtiger als ich mich selbst. Ich rufe auf die Frage 486. Jetzt kommt Frau Abgeordnete Dorn dran. Ich frage die Landesregierung. Welche Bilanz zieht sie aus der Förderung im Rahmen des Entwicklungsplans für den ländlichen Raum, auch genannt EPLR, des Landes Hessen, für die Förderperiode 2007 bis 2013, die finanztechnisch Ende 2015 endgültig abgeschlossen wurde? Frau Staatsministerin Hinz. Frau Abgeordnete, die Landesregierung zieht eine sehr positive Bilanz, denn zum 31. Dezember 2015, dem Ende der finanztechnischen Umsetzung der letzten Förderperiode, waren die bereitgestellten Mittel zu 99,9% ausgezahlt. Wir haben also in der mehrjährigen Finanzsteuerung über die gesamte Förderdauer eine Punktlandung hingelegt. In der Förderperiode 2007 bis 2013 wurde über den Entwicklungsplan ein Finanzvolumen in Höhe von insgesamt rund 663 Millionen € an öffentlichen Mitteln verausgabt, die dem ländlichen Raum sowie der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft zugute gekommen sind. Der Landesanteil dabei betrug rund 36%. Ca. 38% kamen von der EU und 26% waren Bundesmittel. Dazu kommen noch die Eigenanteile, die die Begünstigten im Rahmen von investiven Fördermaßnahmen aufzubringen hatten. Mit ihnen kommen wir auf die Gesamtsumme von ca. 1,2 Milliarden €. Das ist eine enorme finanzielle Leistung, die vor allem der ländlichen Bevölkerung in vielfältiger Art und Weise zugute gekommen ist. Der EPLR in Kurzform hatte in der genannten Förderperiode 4 Förderschwerpunkte. Erstens Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft. Hier wurden z.B. Investitionen bei landwirtschaftlichen Betrieben gefördert, bei 800, beim Bau von artgerechten Ställen, überwiegend im Milchviehbereich und von technischen Einrichtungen. Zweitens Verbesserung der Umwelt und der Landschaft. Hierzu zählen Maßnahmen der nachhaltigen Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher Flächen, die eine leistungsfähige, auf künftige Anforderungen ausgerichtete Landbewirtschaftung unter sozialen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten gewährleistet. Drittens Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum. Hier ging es darum, in den ländlichen Gebieten Zukunftschancen zu wahren und dem prognostizierten demografischen Wandel entgegenzuwirken und vor allen Dingen die Lebensqualität und die Attraktivität der ländlichen Standorte zu verbessern. Im Rahmen der Dorferneuerung wurden in rund 550 Dörfern ein Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 380 Millionen € umgesetzt. Und viertens, der vierte Schwerpunkt, die Umsetzung von gebietsbezogenen lokalen Entwicklungsstrategien nach dem LEADER-Konzept. Es waren 20 lokale Aktionsgruppen, die die Gebietskulisse des ländlichen Raums fast komplett abdeckten, mit 1.026 Vorhaben und mit einer vielfältigen Förderpalette, sodass sich die Attraktivität des ländlichen Raumes insgesamt gestärkt haben. Keine Zusatzfrage. Damit ist das beantwortet. Frage 489, Frau Abgeordnete Arnold.
Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die aktuellen Bestrebungen, Steuererklärungen für Rentnerinnen und Rentner zu vereinfachen? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Frau Abgeordnete Arnold, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das Bundeskabinett hat am 9. Dezember 2015 den Regierungsentwurf des Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens beschlossen. Damit wird ein zentrales gemeinsames Vorhaben von Bund und Ländern auf den Weg gebracht. Der Steuervollzug in Deutschland soll im Interesse der Steuerzahler schneller, einfacher und effizienter werden. Dabei hat die Landesregierung im Finanzausschuss des Bundesrates, der am Ende auch eine Mehrheit gefunden hat, darauf hingewirkt, dass es zusätzlich weitere Vereinfachungen, insbesondere für die Rentnerinnen und Rentner, mit in das Gesetz aufgenommen werden soll. Künftig sollen die 3,8 Millionen steuerpflichtigen Rentnerinnen und Rentner jährlich von der Deutschen Rentenversicherung über die für die Besteuerung relevanten und von dort elektronisch der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellten Mittelwerte informiert werden. Denn insbesondere die für einen steuerlichen Laien kaum selbst vorzunehmende Berechnung des individuell ja sehr verschiedenen Anteils an steuerpflichtigen und nicht steuerpflichtigen Anteil an der Rente dann nur noch aus den Bescheinigungen in die Steuererklärung überführt werden. Wir sind zuversichtlich, da werden wir auch noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass der Bund sich am Ende dieser Initiative anschließt. Dort wird im Moment noch die Frage diskutiert, ob die relevanten Portokosten ein Gesichtspunkt sind, das ins Gesetz aufzunehmen oder nicht. Ich bin aber zuversichtlich, dass das daran am Ende nicht scheitern wird. Dann kommen wir zur Frage 490 für Herrn Tibi, Frau Abg. Lannert. Ich frage die Landesregierung, wie gestaltet sich das Modellprojekt zur Betreuung von traumatisierten Flüchtlingen in Darmstadt? Herr Sozialminister Grüttner. Frau Abgeordnete, die Angebote des Sigmund-Freud-Instituts dienen dazu, den Flüchtlingen sichere Orientierung, einen ersten Halt und verlässliche Beziehungserfahrungen zu ermöglichen, um Gewalt, und Desintegration und Retraumatisierungen entgegenzuwirken. In den Erstaufnahmeeinrichtungen können keine langfristigen Therapien durchgeführt werden, aber durch die enge Zusammenarbeit mit der besonderen Expertise des Sigmund-Freud-Institutes, der Goethe-Universität und dem Betreuerteam vor Ort ist es möglich, insbesondere den Flüchtlingsfrauen kurzfristige Hilfe anzubieten, die traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten und Vertrauen in andere Menschen wiederzugewinnen. Jeder Flüchtling kann pro Tag sowohl ein Unterstützungsangebot wählen, indem er etwas bekommt, als auch eine Aktivität, in der er etwas zur Gemeinschaft, wir nennen es im Dorf, beiträgt, das heißt etwas gibt. Entscheidend ist, dass alle Angebote möglichst niedrigschwellig in die Alltagsabläufe im Dorf integriert werden sollten. Das Konzept sieht eine Einbindung der vorhandenen Strukturen vor. So gibt es, wie wir es nennen, im Michaelisdorf Deutschkurse, Jugendtreffs für Mädchen und Jungen, getrennt voneinander, Abendprogramme für Erwachsene, Mal- und Bastelkreise für Kinder und diverse soziale Mitmachaktionen. Kindertherapeuten besuchen Kindergärten und Sprachgruppen zur Früherkennung von möglichem Förderungsbedarf. Hier ist auch die Möglichkeit der Kommunikation mit traumatisierten Kindern gegeben. Medizinische und zahnärztliche Sprechstunden sowie die Beratungszeiten der Pro Familia werden durch niedrigschwellige therapeutische und psychosomatische Sprechstunden ergänzt. Durch die unterschiedlichen professionellen Kompetenzen können auch spezifische Bedürfnisse der Flüchtlinge unterschiedlicher Altersgruppen eingegangen und Anforderungen an ihre kurz- und mittelfristige Versorgung sowie an ihre langfristige Integration berücksichtigt werden. Es erfolgt darüber hinaus eine regelmäßige Rückmeldung von Mitarbeitern des Sigmund-Freud-Instituts. Dabei ist innerhalb jetzt schon der ersten Wochen festzustellen, dass der Bedarf an Betreuung durchaus hoch ist. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Merz. Herr Minister, wie beurteilen Sie vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen, die zweifellos erst mal begrenzt sind, den Bedarf an solchen Angeboten hessenweit und welche Anstrengungen unternimmt die Landesregierung, um diese Bedarfe jeweils angemessen auf die regionale Situation abzudecken? Herr Staatsminister Grüttner. Die Erfahrungen in Darmstadt zeigen, dass
Es ist schon eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Asylsuchenden und Flüchtlingen gibt, die traumatisierende Erlebnisse gehabt haben und deren Behandlung oder auch Bearbeitung es bedürfen. Demzufolge hat die Hessische Landesregierung bereits im November letzten Jahres durch ihren Aktionsplan zur Integration von Asylsuchenden und Flüchtlingen und der Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes eine Reihe von Mitteln zur Verfügung gestellt, die insbesondere die psychosoziale Betreuung in der Fläche auch sicherstellen sollen. Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Liga, mit Initiativen des Diakonischen Werks und vor allen Dingen mit der FATRA in Frankfurt werden zum jetzigen Zeitpunkt an unterschiedlichen Stellen in Hessen psychosoziale Beratungsstellen aufgebaut, die ergänzt durch mobile Einheiten, die von diesen Stellen ausgehen, in Zukunft die Einrichtungen auch mitbetreuen sollen, die in der Fläche vorhanden sind, wenn es dort einen entsprechenden Bedarf gibt. Das geht nicht. Okay. Nein, das geht nicht. Sie können als Nicht-Fragesteller keine zwei Zusatzfragen stellen. Okay? Die Fragestellerin hat auch keine mehr, sodass die Frage als erledigt angesehen werden kann. Ich bitte um Verständnis für diese Geschäftsordnungsregelung. Ich rufe auf die Frage 491, Frau Kollegin Bächle-Scholz. Ich frage die Landesregierung, wie können jugendliche Flüchtlinge mit dem Programm Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen gefördert werden? Herr Staatsminister Grüttner. Seit April diesen Jahres werden 160 zusätzliche Plätze für junge Flüchtlinge über das Programm Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen gefördert. Voraussetzung dafür war, dass im Rahmen des Aktionsplans zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts die hessische Arbeitsmarktförderung mit zusätzlichen Landesmitteln zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen aufgestockt wurde. Davon werden jetzt 3 Millionen € für die Aufstockung des Programms Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen genutzt. Mir ist dabei wichtig, dass wir mit diesem Programm erfahrene Fachleute für die berufliche wie gesellschaftliche Integration der jungen Menschen mit einbinden. Erste Erfahrungen mit der neuen Zielgruppe der jungen Flüchtlinge zeigen, dass der produktions- und praxisorientierte Ansatz von Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen deren Chancen auf Arbeit und Ausbildung verbessern kann. Er knüpft an die, ja, ich würde sagen, meist praxisnahen Bildungserfahrungen aus einigen Herkunftsländern an. Ich sage immer wieder deutlich, ein junger Flüchtling versteht nicht die Frage, welche Ausbildung er hat, weil die Frage Ausbildung in den Herkunftsländern in der Regel nicht bekannt ist, sondern wir müssen auch unseren Zugang ändern, indem wir dann die Frage beispielsweise so formulieren, was können Sie? Und das heißt also genau diese Frage praxisnahe Bildungserfahrungen aus den Herkunftsländern, die es dann letztendlich ermöglicht, jungen Flüchtlingen auch bei geringeren Sprachkenntnissen Erfolgserlebnisse im Arbeitsprozess zu gewähren und sie für sie erzielbar zu machen. Zudem hat sich gezeigt, dass bei Aufnahme junger Flüchtlinge in die Programmmaßnahmen auch die Bestandsteilnehmerinnen und Bestandsteilnehmer von deren Motivation und Lernbereitschaft profitieren. Auch das ist eine Erfahrung. Junge Flüchtlinge, die in solche Programme aufgenommen werden, haben eine hohe Motivation, an der Stelle auch etwas dazuzulernen. Und ich bin überzeugt, dass dieser inklusive Ansatz der Programmsteuerung allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern etwas bringen wird und sie weiterbringen kann, ganz gleich, ob es sich dann um junge Flüchtlinge handelt oder nicht. Allerdings dürfen wir auch die damit verbundenen sprachlichen, pädagogischen und kulturellen Herausforderungen nicht unterschätzen. Vielen Dank. Ich rufe auf die Frage 492, Herr Abg. Reul. Ich frage die Landesregierung, wie hat sie das Waldemar-Kleinhaus in Dietzenbach gefördert? Herr Sozialminister Grüttner. Herr Abgeordneter, ich könnte jetzt sagen, ideell und materiell. Aber am 19.02. ist das Waldemar-Kleinhaus in Dietzenbach eingeweiht worden. Es dient als neue Wohnanlage für Menschen mit Behinderung. Und das Besondere ist, dass in dieser Wohnanlage sehr moderne Wohnstandards umgesetzt werden. Mit den neuen Räumlichkeiten dort kann die
Privatsphäre und wird die Privatsphäre der Bewohner besser beschützt und damit die Selbstbestimmung über das eigene Zimmer in der Einrichtung auch gelebt und umgesetzt werden. Eine der Bewohnerinnen hat mir bei der Einweihung gesagt, dass sie zwar in der da vorherigen Einrichtung ihren jetzigen Mann kennengelernt hat, aber dass das Teilen der Räumlichkeiten mit anderen Bewohnern die Intimsphäre schon stark beeinträchtigt hat. All das ist jetzt weg mit dem neuen Waldemar-Kleinhaus. Wir haben das mit einer Fördersumme von 101.500 Euro investiv gefördert und damit deutlich gezeigt, dass vorrangig solche Projekte gefördert werden, die zentral in der Gemeinde angesiedelt sind. Auch das ist eine Besonderheit in Dietzenbach. Das ist nicht am Rande einer Wohngemeinschaft, am Rande von Dietzenbach, sondern mitten in der Stadt Dietzenbach selbst. Und insofern wird durch diese Förderung Menschen mit Behinderung auch eine inklusive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in der Stadtgemeinschaft ermöglicht. Frage 493, Herr Abgeordneter Schwarz. Ich frage die Landesregierung, wie steuert sie die Zuweisung von Lehrerstellen im Bereich der Beschulung von Flüchtlingen? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Schwarz, die Hessische Landesregierung hat auf die sich mit Beginn des Schuljahres 2015/16 abzeichnende Herausforderung zur Beschulung der in der zweiten Jahreshälfte enorm angestiegenen Anzahl von schulpflichtigen und schulberechtigten Seiteneinsteigern bzw. Flüchtlingen unverzüglich reagiert. Kernpunkte der eingeleiteten Maßnahmen sind die Einführung einer monatlichen Nachsteuerung von Lehrerstellen, die Erhöhung der Kapazitäten bei den regionalen Aufnahme- und Beratungszentren und die Einrichtung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Berechnungsgrundlage für die Zuweisung ist ein Datenabgleich zwischen der Lehrer- und Schülerdatenbank und den Rückmeldungen der Aufnahme- und Beratungszentren, der eine bedarfsgerechte Zuweisung ermöglicht. Die Schulen werden wenige Tage nach Monatsbeginn über den aktuellen Stand der zugewiesenen Intensivmaßnahmen informiert und erhalten eine Rückmeldung zur Datenqualität ihrer Eingaben in der Lehrer- und Schülerdatenbank. Die sich für die Schulämter daraus ergebenden zusätzlichen Stellen werden monatlich in der Stellenwirtschaft nachgesteuert und stehen somit zum ersten eines jeden Monats für Einstellungen zur Verfügung. Aktuell, also mit der Nachsteuerung vom 01.04.2016, beträgt die Gesamtzahl der Intensivklassen an allgemeinbildenden Schulen 807, die Zahl der InteA-Klassen an beruflichen Schulen 301 und dazu kommen noch 12 Sprachfördergruppen an den Schulen für Erwachsene. Wir liegen also mittlerweile bei weit über 1000 Klassen und Lerngruppen in diesem Bereich der Intensivsprachförderung. Die Nachsteuerung von Mehrklassenbildungen im Bereich der Grundunterrichtsversorgung, das ist also typischerweise, wenn Schülerinnen und Schüler aus den Intensivklassen in die Regelklassen überwechseln, erfolgt einzelfallbezogen auf Basis der Meldungen der Schulämter. Alle Schulen wurden im Dezember auf Informationsveranstaltungen über die Ablauforganisation der monatlichen Nachsteuerung informiert. Im Vergleich zu 16 Stellen im Schuljahr 2014/15 wurde die Ressource im Bereich der Aufnahme- und Beratungszentren wiederholt aufgestockt und beträgt jetzt per 1. März 2016 41,5 Stellen. Zu diesem Termin haben auch die staatlichen Schulämter zur Einrichtung von Intensivkursen und Vorlaufkursen eine Aufstockung um weitere 30 Stellen erhalten. Zur Personalgewinnung von Lehrkräften bietet die Lehrkräfteakademie seit Anfang 2015 Weiterbildungen mit der Erweiterungsprüfung Deutsch als Zweitsprache an. Bis Ende 2017 stehen über 400 Plätze zur Verfügung. Im Spätherbst 2015 wurden außerdem verschiedene Personengruppen angeschrieben und die Bereitschaft für den Unterricht im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache abgefragt. Derzeit gibt es über 4000 Rückmeldungen, das war ja auch scheinbar Gegenstand einer Frage hier in diesem Hause, die den Schulämtern aufbereitet zur Verfügung gestellt wurden. Im Bereich Fortbildung wurden von der Hessischen Lehrkräfteakademie kurzfristig 1000 Fortbildungsplätze im Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache für die erste Jahreshälfte 2016 geschaffen. Die aktuelle Examenskohorte der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst erhielt ebenfalls ein Fortbildungsangebot für dieses Fach. Und derzeit überprüfen wir, wie dem Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im Vorbereitungsdienst konzeptionell ein größerer Stellenwert eingeräumt werden kann. Dann kann ich aufrufen die Frage 494, Herr Abgeordneter Dr. Bartelt. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützt sie das Mehrgenerationenhaus Kulturscheune in Lohfelden?
Herr Abgeordneter, das Mehrgenerationenhaus und die Kindertagesstätte Plus hat von 2012 bis 2016 eine jährliche Förderung als Familienzentrum in Höhe von jeweils 12.000 Euro, damit den Förderhöchstbetrag erhalten. Daneben wird das Mehrgenerationenhaus aus dem Bundesprogramm seit Anfang 2008 in Höhe von jährlich 30.000 Euro unterstützt und gefördert. Aus Landesmitteln wurde das Mehrgenerationenhaus in Lohfelden für den Seniorenbereich mit einem Zuschuss über 303.000 Euro und einem zins- und kostenfreien Darlehen über 302.000, also einer Fördersumme von insgesamt 605.000 Euro für die Errichtung einer Tagespflegeeinrichtung für Seniorinnen und Senioren nebst Seniorenbegegnungsstätte unterstützt. Die hohe Qualität, aber auch die erfolgreiche Arbeit des Mehrgenerationenhauses und des Familienzentrums sind insofern durch vielfältige Aktivitäten der Hessischen Landesregierung und auch durch Geldmittel unterstützt worden. Ich rufe auch die Frage 496, Herr Abgeordneter Degen. Ich frage die Landesregierung, wann ist mit der Ausschreibung der gemeinsamen Schulleiterstelle des Hessenkollegs und des Abendgymnasiums in Wiesbaden zu rechnen? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, der Stelleninhaber tritt mit Ablauf des 31.07.2016 in den Ruhestand. Es ist geplant, die Stelle zum 01.08.2016 auf dem Wege der Versetzung neu zu besetzen. Dazu kann ich als Erläuterung noch mitteilen, dass gemäß Ziffer 1.4 des Erlasses über das Ausschreibungs- und Auswahlverfahren zur Besetzung von Stellen, Amtsblatt 1 aus 02, Seite 8, eine Ausschreibung nicht zu erfolgen hat, wenn die Besetzung des Dienstpostens im Wege der Versetzung oder Umsetzung erfolgt. Dann rufe ich auch die 495, Herr Kollege Dr. Bartel, habe ich vergessen. Wie gestaltet sich das Konzept der Malteser Medical Check-Einheit? Herr Sozialminister. Herr Abgeordneter, der Malteser Hilfsdienst hat in Hessen im September 2015 die Malteser Medical Check-Einheit ins Leben gerufen, um die medizinische Erstuntersuchung der Flüchtlinge leisten zu können. Das ist eine sehr wesentliche und maßgebliche Unterstützungsleistung der Landesregierung und des Regierungspräsidiums Gießen im Rahmen der Erstuntersuchung. Dafür sind wir zuständig. Die Einheit besteht in der Zwischenzeit und nach wie vor aus 800 Ärzten, medizinischem und nicht medizinischem Personal. Sie sind mit ihren mobilen Behandlungszimmern in Flüchtlingsunterkünften in ganz Hessen vor Ort und führen die Untersuchungen von bis zu 1.000 Menschen an einem Tag durch. Ich muss richtigerweise sagen, sie haben sie durchgeführt, weil es in der Zwischenzeit in Hessen keinen Asylsuchenden oder Flüchtling mehr gibt, der nicht erst untersucht ist. Seit September 2015 hat die Malteser Medical Check-Einheit 23.000 Flüchtlinge untersucht, seit September. Dabei muss man wissen, dass alle Erstuntersuchungen aus der Erhebung einer Anamnese mit Dolmetscher, einer körperlichen Untersuchung zum Ausschluss akuter, insbesondere infektiöser Erkrankungen, inklusive einer Röntgenuntersuchung, um offene Lungentuberkulose auszuschließen, und einem Angebot zur Durchführung von Grippe- und allgemeinen Schutzimpfungen besteht. An dieser Stelle appelliere ich immer an alle, möglichst den Impfstatus von Asylsuchenden und Flüchtlingen zu haben, der im Verhältnis zum durchschnittlichen Impfstatus der Bevölkerung überdurchschnittlich hoch ist. Einfache Erkrankungen und Verletzungen werden ambulant behandelt. Ärzte und erfahrene Mitarbeiter aus dem Malteser Rettungs- und Sanitätsdienst übernehmen den medizinischen Check. Der bringt alles, was er an Ausrüstung benötigt hatte, hat er mitgebracht. So hat er vor Ort immer die gleichen Bedingungen und geschaffen und kann sich ganz auf die Untersuchungen konzentrieren. Die jeweils rund 30 Einsatzkräfte für jeden Einsatz, darunter bis zu 12 Ärzte, sowie eben medizinisch und nicht medizinisches Personal arbeiten Hand in Hand. So konnten die Untersuchungen von mehreren hundert Flüchtlingen innerhalb kürzester Zeit vor Ort durchgeführt werden. Sehr viele haben ihre Bereitschaft mitgeteilt, an dieser Einheit mitzuarbeiten.
Es ist über Mobiltelefon, internetbasiert, sehr kurzfristig eine Kette der Informationen aufgebaut worden, mit denen die Einsätze koordiniert worden sind. In den Zeiten des ganz großen Flüchtlingszugangs hat diese Einheit eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Und was insbesondere imponierend gewesen ist, dass die Ärzte mit ihrer Ausrüstung an die Standorte gefahren sind, freiwillig in ihrer Freizeit neben ihrem normalen Dienst und insofern einen wesentlichen Beitrag für die Erstuntersuchung und die Ableistung der Erstuntersuchung von Asylsuchenden auf den Weg bringen konnten. Dankeschön. Wir kommen jetzt zu einer 500er Frage. Ich will darauf hinweisen, das bedeutet, dass wir, das ist interessant, 22 mündliche Fragen pro Landtagssitzung schaffen. Also nur mal für Ihre Orientierung, Frau Feldmeier, Sie haben die Frage 500. Ja, sehr schön. Ich frage die Landesregierung, wie stellt sie sicher, dass die hessischen Kommunen und andere potenziell in Frage kommende Antragsteller umfassend und sachgerecht über mögliche Fördermöglichkeiten aus Finanzmitteln der Europäischen Union informiert werden? Frau Staatsministerin Puttrich. Frau Abgeordnete Feldmeier, wir möchten, dass die Bürgerinnen und Bürger in Hessen, die Kommunen, Vereine, Unternehmen und andere hessische Akteure von EU-Fördermitteln profitieren und sie Unterstützung für ihre Projekte erhalten. Aus diesem Grund haben wir auch im Koalitionsvertrag den Ausbau des sogenannten EU-Beratungszentrums der hessischen Landesregierung festgeschrieben, das als Servicestelle des Landes und zentraler Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema EU-Förderung fungiert. Ich möchte zunächst auf die Broschüre Brüsseler Fördertöpfe für Projekte vor Ort hinweisen, die die Landesregierung im Dezember letzten Jahres herausgebracht hat, um Kommunen und andere hessische Akteure umfassend über EU-Fördermöglichkeiten zu informieren. In dieser bewusst kurz gehaltenen Broschüre werden ausgewählte EU-Programme, die für die Menschen vor Ort von Interesse sind, ausführlich dargestellt. Kommunen und andere potenzielle Antragsteller erhalten so eine erste Orientierung und eine gute Hilfestellung, um europäische Fördermittel in verschiedenen Bereichen zu beantragen. Inzwischen sind rund 3.000 Exemplare, seit Januar dieses Jahres wurden rund 3.000 Exemplare dieser Broschüre in einer ersten Versandaktion flächendeckend in Hessen verteilt. Inzwischen gibt es weitere Anfragen, sodass weitere 1.000 Exemplare versandt wurden. Parallel dazu informiert die Landesregierung auf der Internetseite der Hessischen Staatskanzlei ausführlich über EU-Förderprogramme. Der entsprechende Link ist, wie gesagt, bei http://Staatskanzlei Hessen Förderprogramme zu finden und nennt konkrete Ansprechpartner in Hessen und Deutschland, die interessierte Projektträger detailliert zu den jeweiligen Programmen beraten können. Die bereits erwähnte Broschüre ist auf dieser Seite ebenfalls eingestellt und kann von interessierten Bürgerinnen und Bürgern als PDF-Dokument heruntergeladen werden. Und seit dem Freischalten der Informationen auf der Seite vor gerade einmal vor ein paar Wochen wurden sie bereits mehrere hundert Mal abgerufen. Darüber hinaus gibt es ein Beratungstelefon, an das sich Interessierte wenden können, um konkrete Anfragen zu adressieren. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen dann kurzfristig dabei, die richtigen Ansprechpartner oder Programme zu vermitteln. Das EU-Beratungszentrum wird überdies zukünftig noch enger mit den hessischen Fondsverwaltern der Struktur- und Kohäsionsfonds zusammenarbeiten. Die Vernetzung mit den hessischen und deutschen Beratungsstellen zu EU-Förderprogrammen wird intensiviert, um sicherzustellen, dass die Kommunen in Hessen, aber auch andere hessische Akteure umfassend und sachgerecht über Fördermöglichkeiten auf europäischer Ebene informiert werden. Hessen ist hier bereits sehr gut aufgestellt. Es gibt eine Reihe von Beratungsstellen, die zum Thema EU-Förderung informieren, unter anderem das Europe Enterprise Network, mit dem ein regelmäßiger und intensiver Austausch stattfindet. In Hessen sind diese Stellen im Netzwerk Europa Info Hessen zusammengeschlossen, um jedem eine passgenaue Beratung zu vermitteln. Wir bieten hier schon jetzt eine Menge an und werden das Angebot in der nächsten Zeit auch noch weiter ausbauen, um alle Möglichkeiten, die Brüssel bietet, in Hessen noch bekannter zu machen. Zusatzfrage, Herr Kollege Franz.
Ministerin, es ist sicherlich richtig und wichtig, über die EU-Fördermöglichkeiten zu unterrichten. Aber noch sinnvoller wäre es doch, wenn Bescheide übergeben werden, auch die entsprechenden Summen, die von der EU in die Förderung einfließen, auch zu benennen. Zum Beispiel, wenn Bescheide über Dorferneuerung übergeben werden, dann lese ich immer nur die Bruttosumme. Aber ich lese nie die Summe, die von der EU direkt kommt. Und wenn wir die Bürgerinnen und Bürger für die EU interessieren wollen und auch formulieren, dass die EU ja auch Gelder in die Regionen bringt, dann wäre es doch eine sinnvolle Möglichkeit, diese Information zu benutzen. Frau Staatsministerin Puttrich. Das war jetzt zwar keine Frage, sondern eine Feststellung, aber stimme Ihnen absolut zu, das sehe ich auch so. Wenn wir Bescheide überreichen, dann weisen wir immer darauf hin von Seiten des Kabinetts, was EU-Mittel sind, wie hoch die Anteile sind. Wenn Landräte das überreichen, ist das leider nicht immer so. Da wird manchmal der Eindruck erweckt, als wäre das alles kommunale oder Kreismittel, was nicht der Fall ist. Insofern teile ich da Ihre Verärgerung, wenn nicht dezidiert auch gesagt wird, was EU-Mittel sind. Gut, dann gehe ich davon aus, dass am nächsten Linie eine weitere Frage kommt dazu. Das haben wir jetzt abgehandelt. Die Frage 502 wurde von der Fragestellerin zurückgezogen. Die Frage 503 nicht. Frau Abg. Wallmann, Sie haben das Wort. Wo ist sie da? Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die aktuellen Überlegungen, eine Bargeldobergrenze von 5.000 € einzuführen und 500-Euro-Scheine abzuschaffen? So, jetzt habe ich es wieder, Herr Finanzminister. Frau Abg. Wallmann, liebe Kolleginnen und Kollegen, Bargeld genießt in der Bevölkerung großes Vertrauen und natürlich nach wie vor einen hohen Zuspruch. Grund dafür sind unter anderem der Schutz vor Datenmissbrauch, aber der Schutz der Privatsphäre, nicht eben jedes Konsumverhalten digital nachlesbar zu machen. Damit wohnt der Bargeldnutzung auch ein gewisses Freiheitsrecht inne, dessen Schutz wir in einem Rechtsstaat ernst zu nehmen haben. Insofern ist immer die Frage, wenn man in solche Rechte eingreift, immer die Grundfrage der Geeignetheit für ein bestimmtes staatliches Eingriffsziel und dessen Erforderlichkeit zu prüfen. Schon bei der Frage, ist eine Einschränkung der Bargeldverfügbarkeit durch Obergrenzen oder durch die Herausnahme eines bestimmten Geldscheines geeignet, die damit verfolgten Ziele, die ja in der Sache unstreitig sind, nämlich etwas gegen Korruption, Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu tun, gehen die Einschätzungen auch wissenschaftlich sehr weit auseinander, ob es eine solche Maßnahme geeignet wäre, diese Ziele auch zu erreichen. Insbesondere auch die internationalen Erfahrungen. Die USA haben ja mal große Geldscheine abgeschafft, aber auch die Italiener haben beispielsweise Bargeldobergrenzen eingeführt. Und der Nachweis, dass dadurch die entsprechenden Straftaten in einer relevanten Größenordnung haben unterbunden werden können, ist jedenfalls wissenschaftlich nicht eindeutig belegt. Und solange das so ist, glaube ich, sind wir klug beraten, die wissenschaftliche Untersuchung dieser Sachverhalten zu intensivieren, um zu Erkenntnissen zu kommen, aber erst diese Auswertung abzuwarten, bevor man zu politischen Maßnahmen greift. Ich glaube, dass das die richtige Reihenfolge ist. Danke schön. Die Frage 504, Frau Kollegin Feldmayer. Ich frage die Landesregierung, was unternimmt sie konkret, um den nachhaltigen Konsum in Hessen zu fördern? Frau Staatsministerin Hinz. Sehr geehrte Abgeordnete, nachhaltiger Konsum ist aktuell eines der vier Schwerpunktthemen der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen. Hier wurde bisher mit dem Schwerpunkt nachhaltiger Einkauf, nachhaltige Beschaffung eine Plattform für Unternehmen, Kommunen und Institutionen der öffentlichen Hand initiiert, deren Ziel es ist, im offenen Austausch Erfolgsfaktoren und konkrete Lösungen für eine nachhaltige Beschaffung zu identifizieren. Die Mitglieder des Netzwerks unterzeichnen eine Zielvereinbarung, mit der sie sich verpflichten, ihre Beschaffung stärker an Nachhaltigkeitskriterien auszurichten und beim Einkauf besonders darauf zu achten, dass ökologische Verträglichkeit sowie Sozialstandards bei der Herstellung von Produkten und Erbringung von Leistungen berücksichtigt werden.
Denn wenn die Produktion, Nutzung und Entsorgung von Gütern sowie die Erbringung von Dienstleistungen sind wesentliche Elemente zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung auf regionaler und überregionaler Ebene. Bisher haben die ersten 17 Unternehmen und Institutionen die Zielvereinbarung in einer öffentlichen Veranstaltung unterzeichnet. Zum Thema Verbraucherbildung und Konsumentenkompetenz haben wir in 2015 das Thema faire Bekleidung im Rahmen einer Serie im Verbraucherfenster Hessen platziert. Insgesamt 8 Folgen haben sich in Form von Artikeln und Interviews mit den verschiedenen Aspekten von nachhaltigem Konsum im Bereich der Bekleidung auseinandergesetzt. Hier wurden beispielsweise die Hintergründe zu Produktions- und Arbeitsbedingungen erläutert, die Bedeutung von Siegeln erklärt und bestehende Bündnisse und Initiativen vorgestellt. Am 4. Tag der Nachhaltigkeit, dieses Jahr am 22. September, startet ein Ideenwettbewerb zur Bewusstseinsbildung, insbesondere bei Jugendlichen. Aufgabe des Wettbewerbs wird es sein, Ideen für Projekte, Aktionen oder Initiativen zu entwickeln, die dieses Thema betreffen. Und natürlich ist das Thema nachhaltiger Konsum auch für die Landesregierung selber relevant. Daher hat bereits im Jahr 2009 die Nachhaltigkeitskonferenz ein Projekt beschlossen mit dem Titel Hessen – Vorreiter für nachhaltige und faire Beschaffung. Darin bekennt sich die Landesregierung dazu, ihre Produkte und Dienstleistungen unter konsequenter Anwendung der Kriterien nachhaltig und fair zu beschaffen und sie ständig im Sinne der Nachhaltigkeit zu verbessern. Ergebnisse der Arbeit sind neben einem Leitbild für die Verwaltung auch Produktleitfäden, die in der Beschaffungspraxis angewendet werden. In zahlreichen Vergabeverfahren der Hessischen Landesverwaltung wird die Beschaffung bereits konkret unter nachhaltigen Aspekten umgesetzt. Beispiele hierfür sind die Abfrage sozialer und ökologischer Aspekte bei der IT-Hardware der Landesverwaltung. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Feldmayer. Sieht die Landesregierung noch weitere Möglichkeiten, das Thema nachhaltiger Konsum bekannt zu machen bei der hessischen Bevölkerung? Frau Umweltministerin Hinz. Geht das? Ja. Ja, zum Beispiel habe ich ganz neu eine Kampagne gestartet, die sich nennt Becherbonus. Wie Sie alle wissen, haben wir ein großes Problem damit, dass Menschen, die ihren Kaffee, ihren Tee oder Kakao kaufen und mitnehmen zum Trinken, diese Getränke in Papierbechern bekommen, die allerdings beschichtet sind, sodass wir eine unglaubliche Menge an Müll produzieren pro Jahr, was nicht nur dazu führt, dass wir ein hohes Müllaufkommen haben, sondern das kostet auch Unmengen Geld für die Unternehmen, sodass ich diese Kampagne gestartet habe. Es gibt inzwischen bereits etliche Ketten, Kaffeeketten, oder auch Einzelcafés, die ihren Verbraucherinnen und Verbrauchern inzwischen die Möglichkeit bieten, wenn sie den eigenen Becher mitbringen, dort Kaffee auszuschenken und dafür einen Bonus bekommen zwischen 10 und 20 Cent. Das rechnet sich für das Unternehmen, es rechnet sich für den Kunden und die Kundin, und es hat auch was die Umwelt davon, weil wir nämlich weniger Müll produzieren. Frage 506, Herr Abgeordneter Lenders. Wo ist er? Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich frage die Landesregierung, wie hat sie den Brief des Abgeordneten Honka, in dem er das Vorgehen von Verkehrsminister Al-Wazir in Bezug auf den Lärmschutz an der A661 kritisiert, beantwortet? Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir.
Sehr geehrter Herr Abgeordneter Lenders, ich habe von Herrn Abgeordneten Honka im letzten halben Jahr insgesamt 4 Schreiben erhalten, in dem Herr Honka einzelne Fragen zum Lärmschutz an der A661 gestellt bzw. mir die Ergebniszusammenfassung eines Gutachtens zur Lärmsituation zur Bewertung zugesandt hat. Ich gehe davon aus, dass sich Ihre Frage auf die Schreiben vom 19.02.2016 und 2.03.2016 beziehen. Darin hat Herr Abgeordneter Honka Fragen zum vorhandenen Fahrbahnbelag auf der A661 im Bereich von Dreieich, Dreieichenhain aufgeworfen und um Stellungnahme zu den Ergebnissen des schalltechnischen Gutachtens, welches im Auftrag der Bürgerinitiative A661 erstellt wurde, gebeten. Bereits mit Schreiben vom 3.12.2015 habe ich Herrn Honka darüber informiert, dass die angesprochene Lärmschutzwand auf der Westseite der A661 im Zuge des Bebauungsplans Heckenborn in Dreieich-Sprenlingen von der Stadt Dreieich errichtet wurde. Im Rahmen des zugehörigen Planaufstellungsverfahrens wurde Hessen Mobil beteiligt und hat für die Maßnahme ein sogenanntes Negativtestat, also eine Freistellungsentscheidung nach § 74 Absatz 7 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz ausgestellt. Mit diesem wurde festgestellt, dass es für die Errichtung der Lärmschutzwand nicht der Planfeststellung oder Plangenehmigung bedarf. Die Realisierung solcher Vorhaben erfolgt damit grundsätzlich auf eigenes Risiko des Vorhabenträgers. In diesem Fall ist dies die Stadt Dreieich bzw. die von ihr mit der Baulandentwicklung beauftragte LBBW Immobilienkommunalentwicklung GmbH. Der Nachweis, ob die Lärmschutzwand hochabsorbierend ausgeführt wurde, ist von der Stadt Dreieich bzw. durch die LBBW Immobilienkommunalentwicklung GmbH als Vorhabenträgerin zu erbringen. Dies habe ich nochmals in einem Antwortschreiben vom 31.03.2016 bzw. der diesem Schreiben beigefügten fachlichen Stellungnahme klargestellt. Überdies habe ich ausgeführt, dass nach den Untersuchungen der Bundesanstalt für Straßenwesen Schutzplanken und Betonschutzwände in der Mitte zwischen den Fahrbahnen wegen ihrer geringen Höhe bei Lärmberechnungen unberücksichtigt bleiben können. Die gegenteiligen Aussage in dem Lärmgutachten der BIA 661 konnte insoweit nicht bestätigt werden. Zudem habe ich darauf hingewiesen, dass ohne entsprechende Untersuchung seitens des Landes Hessen nicht beurteilt werden kann, ob es infolge einer vermeintlichen Abstrahlwirkung der Lärmschutzwand an mehreren Emissionsorten am nordwestlichen Ortsrand von Dreieichenhain zu einer relevanten Pegelerhöhung gekommen ist. Hinsichtlich der Deckschicht habe ich mitgeteilt, dass Hessen Mobil in den Jahren 2008 und 2011 im betreffenden Streckenabschnitt der A661 einen lärmarmen Split-Mastix-Asphalt SMA8 SLA eingebaut hat. Der eingebaute Belag bewirkt eine Pegelminderung von ca. 4 dBA, was insoweit in dem schalltechnischen Gutachten nicht berücksichtigt wurde. Schließlich habe ich in meinem Antwortschreiben vom 31.03.2016 angeboten, dass Hessen Mobil nach Vorliegen der Verkehrszahlen aus der bundesweiten Verkehrszählung von 2015 die Lärmsituation im Bereich von Dreieich erneut überprüfen und bewerten wird. Die Ergebnisse der Verkehrszählung 2015 werden voraussichtlich im Spätsommer 2016 vorliegen. Gerne stelle ich Ihnen die betreffende fachliche Stellungnahme zur Verfügung, falls Sie dies wünschen. Im Übrigen ist anzumerken, dass Herr Abgeordneter Honka in seinem Schreiben nicht das Vorgehen der Landesregierung kritisiert. Vielmehr bittet er um Beantwortung der Fragen, die sich aus dem Gutachten der Bürgerinitiative ergeben haben, sowie um Auskunft über die einzelnen Deckschichten auf dem betreffenden Streckenabschnitt der A661 und deren Lärmrelevanz. Dieser Bitte bin ich gerne nachgekommen. Weitere Zusatzfragen? Gibt es Zusatzfragen dazu? Das ist nicht der Fall. Okay, Sie kriegen ja die Antwort nur noch schriftlich. Dann gibt es vielleicht noch etwas anderes an Bedarf. Ich schließe die Fragestunde für den heutigen Tag.